Viele Bitcoin-Wallets mit wenig Aufwand sichern. Wir möchten uns ja schützen vor Hackern, vor Dieben, von Räubern. Und wir können uns hier besser schützen, wenn wir für unterschiedliche Zwecke mehrere unterschiedliche Wallets benutzen. Und damit diese Zusatzwallets nicht mit zu viel zusätzlicher Arbeit verbunden sind, leiten wir unsere Zusatzwallets von einer bestehenden Wallet ab. Und dank BIP39 Passphrase Wallets und BIP85 Kinder Wallets funktioniert diese Ableitung sicher. Deswegen zeige ich dir in diesem Video, wie BIP39 Passphrase und BIP85 funktioniert und auch vier Beispiele, wie du das praktisch nutzen kannst. So lernst du die Werkzeuge kennen, die dir helfen, dich individuell am besten zu schützen. Los geht's! Das Problem ist, dass wir sehr viele Geheimnisteile haben, die wir unterbekommen müssen, und wir haben halt wenige Orte, wo wir diese Geheimnisteile reinpacken können. Und um uns diese Situation zu vereinfachen, haben wir zwei Werkzeuge. Das eine Werkzeug ist BIP39 Passphrase. Das heißt, hier stellen wir eine neue Wallet, indem wir zu den 24 Seed-Wörtern ein zusätzliches Passwort ergänzen. Das heißt, 24 Seed-Wörter sind in die Wallet 1. Und wenn wir zu den 24 Seed-Wörtern das Passwort 1 packen, haben wir eine neue Wallet, die Wallet 2. Und wenn wir ein weiteres Passwort wählen, das Passwort 2, dann bekommen wir noch eine Wallet, nämlich die Wallet 3. Und der Vorteil dieser Methode ist, dass wir uns nicht für jede Wallet neue 24 Wörter sichern müssen und damit auch weniger Geheimnisteile aufpassen müssen. Und der zweite Vorteil ist, dass dieses Passwort 1 oder Passwort 2 ist ein ganz normales Passwort. Und diesem Passwort kann man nicht ansehen, dass sich hinter diesem Passwort Bitcoin-Vermögen verbirgt. Während bei 24 Wörtern ist es ja offensichtlich, dass das der Zugang zu einer Wallet ist. Aber bei einem Passwort ist es ja nicht offensichtlich. Dann haben wir als zweites Werkzeug BIP85. Und bei BIP85 leiten wir von einem Seed einen weiteren Seed ab oder einen dritten Seed oder einen vierten Seed. Und mit diesen abgeleiteten Seeds, Seed 2, Seed 3 und so weiter, kommen wir nicht wieder zurück auf den Seed 1. Das heißt, 24 Wörter sind Wallet 1 und 24 Wörter und eine Indexnummer gibt neue 24 Wörter. Und diese neuen 24 Wörter sind dann eine neue Wallet. Du könntest zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine Hardware-Wallet und auf der Hardware-Wallet habe ich meine 24 Wörter für die Wallet 1 und von diesen 24 Wörtern leite ich dann neue 24 Wörter ab, die ich dann für meine Handy-Wallet benutze. Und wenn ein Bösewicht diese zweiten 24 Wörter auf meinem Handy knackt, dann kann er von dort aus nicht zurück auf die ersten 24 Wörter kommen in meine Hardware-Wallet. Und durch diese Nutzung von BIP39 und BIP85 können wir jetzt ganz interessante Sachen umsetzen. Wir können das dann so machen, dass wenn ein Verbrecher herausgefunden hat, dass ich Bitcoin habe und mich unter Druck setzt, dann gebe ich ihm einfach eine kleine Wallet und die große Wallet, die lagere ich dann so außerhalb meines Zugriffes, dass ich selber, auch wenn ich unter Druck gesetzt werde, nicht auf diese Wallet zugreifen kann. Und dann gibt der Verbrecher hoffentlich nach einer Weile auf, nimmt sich den kleinen Bitcoin-Betrag und lässt mich dann hoffentlich am Leben, ohne mich vollkommen ausgeraubt zu haben. Und weil ich das Passwort für die große Wallet jetzt gar nicht in meinem Kopf habe oder in meinem Haus habe, kann mich der Verbrecher gar nicht zwingen, dieses Geheimnis rauszugeben. Dadurch, dass ich jetzt verschiedene Gegenparteien in verschiedene Wallets laufen lasse, wenn ein Verbrecher weiß, dass ich von einer bestimmten Gegenpartei Bitcoin gekauft habe, dann kann mich der Verbrecher zwingen, meine Bitcoin rauszugeben. Der weiß aber jetzt nur, dass ich von dieser einen Gegenpartei gekauft habe und dann muss ich ihm einfach nur die Wallet geben von dieser einen Gegenpartei. Und der Verbrecher weiß ja nicht, dass ich noch von einer anderen Gegenpartei auch noch Bitcoin gekauft habe. Und die nächste nützliche Sache, die wir machen können, ist, dass wir entfernte Orte nutzen können oder entfernte Personen nutzen können, denen wir jetzt weniger gut vertrauen müssen. Weil diese Personen, die darauf aufpassen, die wissen gar nicht, worauf sie aufpassen. Zum Beispiel wäre ein Bankschließfach oder ein Dokumentenlagerservice oder vielleicht ein Anwalt, die dann auf ein Passwort aufpassen, wo die gar nicht wissen, dass dieses Passwort zu einer Bitcoin-Wallet gehört. Im nächsten Video zeige ich dir eine mögliche Strategie, wie wir unsere Bitcoin auch unter schwierigen Bedingungen selber verwahren können. Indem wir nämlich unsere 24 Seed-Wörter kombinieren, mit einer Passphrase, mit BIP85 Kinderwallets und wo wir dann die Orte für unser Backup klug wählen, um unser Backup
dann auch gut tarnen. So kannst du deine Bitcoin sicher selber verwahren, auch wenn du hohe Bitcoin-Beträge verwahren musst, auch wenn deine Bitcoin auf viele Wallets verteilt sind und auch wenn bekannt ist, dass du Bitcoin hast. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video, damit wir lernen, unser Vermögen sicher selbst zu verwahren. Bis bald. Ich denke, wir steuern auf schwierige Zeiten zu. Und auf meinem Kanal zeige ich dir, wie du Kryptowährungen und eine sichere IT nutzt, um dich jetzt in guten Zeiten vorzubereiten, damit du und deine Familie gut durch schlechte Zeiten kommen. Mit der Krypto-Arche bauen wir hier einen Notgroschen als Versicherung für schwierige Zeiten. Und wenn die Zukunft doch nicht schwieriger wird, sondern einfacher, umso besser für dich.